Din, 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 din. Hofsonneweide, Adventkalender. Zweites Türchen mit dem zweiten Dezember. Türchen. Ja, das Türchen ist uns jetzt gerade auf den Weg, über den Weg gelaufen. Auf den übern Weg. Das ist die Pauli. Pauline, auch genannt. Genau. Unsere Abenteuerkatze. Und was ganz Besonderes, sie ist mit ihren zwei Geschwistern, mit Timmy und mit der Leni, vom Tierschutz, über den Tierschutz zu uns gekommen. Der Fundkatze. Ja, und das Pauli ist unsere Outdoor-Katze. Genau. Also alle anderen knacken jetzt gerade drinnen und lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen oder den Ofen. Die Pauli ist eine richtige Bauernhof-Abenteuerkatze. Die schlaft im Heu. Riecht immer. Total gut nach Heu, schaut, dass ihr es nicht riechen könnt. Und ist heraußen total schmusig. Also wenn, ja, wie man sieht, da kann ich sie nehmen, da kann ich so ziemlich alles mit ihr machen. Sie fordert das auch ein. Das Erste, was man in der Früh hört, wenn man rauskommt, ist... Das ist die Pauli-Katze. Da kriegt man eine Watsche, wenn man nicht sofort reagiert und sie auf den Arm nimmt und streichelt. Das kriege ich auch immer. Aber Pauli ist drinnen im Haus überhaupt nicht schmusig. Das mag sie nicht. Nein, das mag sie nicht. Also, falls sie drinnen im Haus ist, ihr Futter holen, mag sie nicht. Da frisst sie einfach nur schnell und dann flitzt sie auf schnellsten Wege wieder raus. Mag da drinnen noch nicht gestreichelt werden. Ja. Pauli fürchtet sich auch vor nichts, also auch nicht vor anderen Tieren. Auch nicht vom Traktor, den man hinter uns gerade sieht. Hüpft in fremde Autos, hat da überhaupt keine Scheu. Also man muss ein bisschen auf sie aufpassen. Das ist unglaublich niedlich. Und wir könnten noch Stunden weiter drehen hier, aber wir haben auch noch was anderes zu tun. Echt? Ja. Und Pauli will jetzt aber beschmust werden. Lasst euch beschmusen! Und schönen zweiten. Macht's einen schönen Advent? Nicht. Nein! Da war was. Nein, es ist der zweite Dezember. Dezember. Aber es war schon der erste Advent. Genau. Wir werden das nie verstehen, warum das so ist. Es war im November der erste Advent. Wem fällt es so sein? Wie Black Friday am Donnerstag. Scheißegal. Also, wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt was zu tun. Einen schönen Tag. Tschüss. Din, 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 din.